Ich bin heute Carla Kolumna für euch und werde mal schauen, ob ich aus den KandidatInnen noch ein paar Geheimnisse entlocken kann. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Komm mit. Die allererste Frage ist, wer schnarcht am lautesten? Definitiv Vicky. Ich habe immer so gut geschlafen, ich kann es nicht beantworten, ich habe es nicht mitbekommen. Gib dir einen Tipp. Vicky. Vicky! Aber ich habe gehört, dass Vicky am lautesten schnarcht. Also wenn ich es mal kaufe. Ich habe ja neben der Sarina geschlafen und die hat nicht nur geschnarcht, sondern auch im Schlaf geredet. Ich habe gehört, es war Vicky. Ich hatte aber Oropax drin und eine Schlafbrille, deshalb kann ich mich dazu nicht äußern. Was ist sie denn da? Wer braucht am längsten im Bad? Biene. Da ich oben geschlafen habe, habe ich nicht so viel Auswahl, deswegen nehme ich mich selber. Weil ich mich immer noch tausendmal umziehe. Die Lu. Am längsten im Bad braucht für mich Iri, denn ich war mit ihr in einem Zimmer und habe lange gewartet. Iri. Wer hat am meisten geflirtet? Ich würde sagen, ich. Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben alle einfach miteinander ein bisschen geflirtet. Ich würde also alle. Wer ist am unordentlichsten? Ganz easy Antwort, Jaya. Ganz klar. Jaya! Daran müssen wir arbeiten. Auf jeden Fall Vickys Koffer nominieren. Wer hat denn überhaupt aufgeräumt? Wer hat überhaupt Dreck gemacht? Wir alle waren dreckig. Für mich Kathi, ich weiß nicht, wie oft ich ihre offene Wasserflasche über ihre auf dem ganzen Boden verteilten Klamotten umgestoßen habe. Okay. Wer war am hormonischsten? Kannst du es mir nochmal definieren? Ich glaube, das ist eine Mischung aus von Hormonen geleitet und harmonisch sein. Joa. Wo bin ich? Kathi? Im Sinne von harmonisch oder im Sinne von Hormon? Hormonisch. Für mich war am harmonischsten Johanna. Wer war am lustigsten? Wieder Vicky. Am lustigsten für mich persönlich war natürlich... Du warst für mich am lustigsten, Miri. Am lustigsten war auf jeden Fall, wie heißt sie nochmal? Ach ja, hier die Miri. Und würde ich sagen, war ich selbst. Eigentlich stinkt aber. Da lacht jetzt keiner. Wer kann am schlechtesten tanzen? Leider ich. Du bist auch nah dran. Elsa tanzt wie so ein griechischer Opa im Urlaub. Ich finde, wir können alle gut tanzen. Da möchte ich niemanden nominieren und das werde ich auch nicht tun, weil völlig egal, wie wir dabei aussehen. Das ist auf jeden Fall die Elsa. Elsa? Wer hat am meisten Sport gemacht? Britta und ich. Die Britta. Ist ein Muskelbär. Bettsport? Spaß. Am meisten Sport hat gemacht Britta natürlich, über Sportart. Trinksport, auf jeden Fall ich, aber Sport, Fitness, wo ist denn die Britta, Mensch? Ach, da. Und last but not least, wer war am fürsorglichsten im Haus? Für mich am fürsorglichsten warst du und Lu. Ich glaube tatsächlich Lu. Am fürsorglichsten war auf jeden Fall die Jana und Lulu. Für mich am fürsorglichsten war Lulu. Du warst auch sehr fürsorglich übrigens.